So, wir essen jetzt zum Mittag um 13 Uhr hier und wirklich jedes Mal, wenn ich in ein Restaurant reingehe, bestelle ich mir einfach das, was irgendjemand am Nachbartisch auf seinem Teller liegen hat, weil es einfach alles so geil hier aussieht. Ich habe mich mal wieder inspirieren lassen. Bin sehr gespannt auf mein Essen. Wir haben übrigens eine absolute Lieblingsbeschäftigung und zwar fragen uns die ganze Zeit, was die Leute an den Nachbartischen beruflich wohl machen und dann versuchen immer zu lauschen und das rauszubekommen. Ja, schreibt mal rein, was würdet ihr denken, was ich beruflich machen würde, wenn ihr es halt wirklich nicht wissen würdet. Das habe ich mir halt auch schon oft gefragt, so einfach nur rein optisch gesehen. Würde mich mal sehr interessieren und ich habe sogar mal überlegt, ein paar Leute zu fragen, hier vielleicht oder so, wäre das witzig. Ich glaube, das mache ich mal. Aber sehr, sehr peinlich. Das würde so zu 150% passen, vor allem Deutschlehrer. Deutschlehrer passt so zu dir. Wirklich, wenn du einen Fehler machst, der korrigiert dich sofort. Das stimmt. Das ist natürlich auch gut. Ja, aber es ist wirklich, also Deutschlehrer auf jeden Fall und Sport natürlich auch. Ja, krass. Sehe ich aus wie ein BWL-Justus? Ja. Wirklich? Nein. Ich habe auch mal BWL studiert, habe es tatsächlich wieder abgebrochen. Ich habe sehr viel abgebrochen, ja. Aber man muss auch das finden, was einem Spaß macht. Okay, not me. Okay, just one simple question. What do you think he's doing for a living? What is his job? Wow, I'm not sure, maybe a celebrity in social media. Really? Okay, that's cool. You guys look fashion, right? Oh, thank you. That's nice. Yeah. That's one.